Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es ums Orbit Deck gehen. Und zwar die V6 Edition. Ihr seht schon, oder sieht man das? Ich weiß hier auf jeden Fall auch. Hier ist so ein Raumschiff, das heißt mit so Aliens ist das. V7 ist auch schon draußen. Mit Rennautos ist das, glaube ich. Ich habe mir aber erst noch das V6 geholt. Ja. Ich würde sagen, heute packe ich das mal aus und mal gucken, wie das so ist. Es soll ganz gut sein. Da werde ich mal schauen, so. Ja, ist auch noch in der Folie eingepackt. Hören sich richtig komisch an, irgendwie. Wenn man jetzt einen Thumbfan macht. Oh ja, das sieht schon cool aus. Rückseiten sieht man, die sind auch noch so rutschig. Sieht man auch, in den Kreisen ist so ein Männchen drin mit den UFOs. Und so ein Wald. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Deck jetzt. Riffle-Fan, die werden alle. Ich kann keinen Riffle-Fan. Ja, ne, ich kann keinen. Ich dachte gerade schon zuerst, okay, können das werden. Aber dann doch nicht. Von vorne sehen die, glaube ich, auch ganz cool aus. Ich werde mal schauen. Hier ist so ein, der Joker ist mit so einem Alien. Okay, das ist ganz normal. Die sehen auch ganz cool aus. So ein anderes Motiv, halt nicht Bicycle Standard. Die Dame, okay. König. Die Motive sind was anders. Karo ist, glaube ich, was größer. Wie die in einem Bicycle Standard. Hier ist noch Karo. Dame. Ich habe die auch noch nie gesehen zuvor. Okay, der sieht komisch aus. Sieht aus wie so ein 80-Jähriger. Dame sieht. Ja. Der Bube. Mal. Und die auch ganz normal. Dann gibt es noch hier eine Double Back, glaube ich. Ja, das ist eine Double Back-Karte. Die Pik 8 ist, glaube ich, doppelt. Ja, das ist eine doppelte. Pik Ass. Okay, achso, die gehört noch dazu. Ich glaube, ja, die Pik 8 ist doppelt. Das war auch im V4, glaube ich. Also V heißt Version. Die ist doppelt hier, die Pik 8. Aber darf natürlich keiner wissen. Ansonsten würde ich sagen, ist das ein sehr cooles Deck. Ich kann nochmal einen Thumbfan machen, aber. Ja, der war schlecht. Ich gucke halt die ganze Zeit auf die Kamera, dann geht das schlecht. Mit diesem grünen Rand sieht das richtig cool aus. Auf Kamera sieht man das auch gar nicht so. Das finde ich jetzt beeindruckend. Ja, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Okay, ATM sieht so aus. Ich kann ATM noch gar nicht, aber... Ja, das ist so schwer, wenn man auf die Kamera guckt und das gleichzeitig macht. Aber trotzdem ein cooles Deck, hat jetzt nichts mit dem Deck zu tun. Mit diesem O auch vor allen Dingen ist das ganz cool, mit dem Flicker.
Ja. Absolut schlecht. Das Deck finde ich auf jeden Fall beeindruckend. Ansonsten war es das dann mit dem Review für heute. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Coole Karten würde ich insgesamt 1 minus geben. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Gut, aber wird rausgeschnitten.